Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant. Gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Das sind nochmal gute Nachrichten. Das ist ein großes Gerät. Ein sehr großes. Hat was von einem Todesstern. Sie haben die Frau, Rex. Das Heilmittel für den Rest ihrer Leute hat Zeit. Das war nicht der Deal. Aber Pelevan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Wenn nicht jeder Kroganer das Heilmittel bekommt, gibt es kein Bündnis. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Steht vor ihm. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Ah, wäre ich mir nicht so sicher. Du bist bei der Allianz. Du hättest zu Cerberus-Zeiten mit an Bord kommen sollen. Da war's gut. Ein Heilmittel für alle Kroganer scheint ziemlich viel verlangt zu sein, Mordin. Schaffen Sie das denn? Natürlich. Ähnlich wie Genophage-Modifikationsprojekt. Arbeite diesmal gegen eigene Veränderungen. Schwieriger als Müll-DNA, die Kontaktpunkte blockiert. Herunterfahren des redundanten Nervensystems verhindern. Neurotransmitter einstellen. Schon klar. Werde Heilmittel herstellen, Shepard. Keine Sorge. Sehr gut. Und wir können uns denken, ohne den Grundstock von Melons Forschung wäre das jetzt ziemlich schwierig geworden. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer, bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Und so hat die Kroganerin einen Namen bekommen. Und, ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Die Probleme der Turianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Die da wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser woanders. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale, gesprächsbereit. Ein entzückender Kindergarten. Na gut, aber wir werden noch sehen, warum die beiden jeweils getrennt sprechen wollen. Da sind wir auch schon in der Einsatzzentrale. Wir schauen uns erstmal das Kriegsterminal an. Was ist denn so dazugekommen? Wir sehen, das sind ein paar Punkte. Bei den Salarianern ist das die Einheit von Major Kirahi. Major Kirahi wurde bekannt, als er die salarianische Special Task Group anführte, mit deren Hilfe Commander Shepard Saren auf Vermeier aufhielt. Von seinen Vorgesetzten für seine Führungsqualitäten in schwieriger Lage gelobt, wurde Kirahi befördert und mit dem angesehenen Stern von Sur Cash ausgezeichnet. Der Major erledigt weiterhin Missionen mit seinen Männern, glaubt, dass Erfahrung alles ist und dass die besten Taktiken und Strategien direkt auf dem Schlachtfeld entstehen. Wunderbar. Ansonsten geht's natürlich weiter, vor allem in Richtung Allianz-Unterstützung, aber auch Aliens gibt's jetzt schon. Wir schauen erstmal bei der Allianz.
Die 5. Flotte ist dazugekommen. Die 5. Flotte wurde galaxieweit bekannt, nachdem sie die Allianz-Streitkräfte bei der Schlacht um die Citadel angeführt hatte. Als die Reaper jetzt wieder angriffen, bewachte sie die Arcturus-Station. Nach einer blutigen und verzweifelten Schlacht gab Admiral Hackett den Befehl zum Rückzug, wobei er die gesamte 2. Flotte opferte, damit die 3. und die 5. eine Chance zur Flucht bekamen. Im Moment sind die Techniker der 5. Flotte mit Reparaturen beschäftigt, aber alle sehnen die Rückkehr zur Erde herbei, um an den Reapern Rache zu nehmen. Aktualisiert, diese Flotte hat ein Drittel ihrer Schiffe vor 2 Jahren bei der Verteidigung des Rats bei der Schlacht um die Citadel verloren. Leider konnte die Allianz die Flotte nicht auf ihre alte Stärke bringen, bevor die Reaper angriffen. Ja, hätten wir uns damals anders entschieden, wäre die Flotte jetzt stärker. Aber dafür hätte die Citadel einiges an Einheiten verloren. Aktualisiert, 2 Unternehmer konnten dazu überredet werden, von Finanzprogrammen zu modernen Zielerfassungs-HIs für Waffen zu wechseln und diese knapp über dem Selbstkostenpreis an die Allianz zu verkaufen. Haben wir mitgekriegt, war auf der Citadel. Kazumi Goto. Kazumi Goto wird in mehr als einem Dutzend Systemen wegen Sabotage, Hackerangriffen, Diebstahl und zahlreichen anderen Verbrechen gesucht. Die Allianz ist zu einer Amnestie bereit, falls Goto beim Tigel hilft. Neben ihrer Expertise im Umgang mit elektronischen Sicherheitssystemen hat Goto wichtige Technologie beschafft, die als verloren oder tief im feindlichen Gebiet versteckt galt. Niemand traut sich zu fragen, wie sie das gemacht hat. Und hier unten noch Kalisa Binzinan Al-Jilani, die haben wir ja auch dazu gebracht, dass sie auf unserer Seite mitarbeitet. Die Reporterin Kalisa Binzinan Al-Jilani von Westerlund News hat kürzlich ihr Publikum daran erinnert, dass im Krieg alle galaktischen Spezies Einigkeit und Zusammenarbeit demonstrieren müssen. Aktualisiert, ihre Aufrichtigkeit hat die externe Zuschauer bewegt und zu einem erhöhten Spendenaufkommen für Hilfsprojekte geführt, sowohl für die Allianz als auch für ihre außerirdischen Verbündeten. Übrigens, der Name ist eigentlich, der sieht zwar kompliziert aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Bint Sinan heißt einfach nur die Tochter von Sinan und Al-Jilani ist dann halt der Ort, die Ortsangabe dabei. Ich weiß nicht, wo Jilani liegt, aber naja. So, und die Aliens, was haben wir denn da Schönes? Die Terminus-Flotte. Die Terminus-Flotte ist eine Ansammlung von Söldner- und Piratenschiffen, die nicht viel mehr bietet als der gemeinsame Herkunftsort und die Angst vor den Reapern. Trotz der instabilen Mischung scheint die Flotte unter dem Kommando des verbrecherischen Warlords Arya T'Loke als Einheit zu funktionieren. Aktualisiert, die Söldner des Bloodpacks sind schon mit Springfluten, Buschbränden und anderen Naturkatastrophen verglichen worden. Sie rekrutieren Kroganer und Vorjah, vorzugsweise welche, die das Wort Kollateralschaden nicht mal kennen. In den seltenen Fällen, in denen Rohgewalt nicht ausreicht, setzt das Bloodpack ohne Zögern Massenvernichtungswaffen ein, die im Citadel-Sektor eigentlich verboten sind. Spectre-Einheit. Spectres sind die linke Hand der Citadel, sie vertreten das Gesetz und verfolgen Kriminelle auf galaktischer Ebene. Sie arbeiten normalerweise allein, aber wegen der Reaper-Bedrohung haben sie sich zu einer Elite-Einheit zusammengetan, die in feindlichem Gebiet ohne Verstärkung operieren kann. Spectre John Dombau ist zwar nicht der Anführer dieser Gruppe, aber ihr Sprecher. Er hat wichtige von der Einheit gesammelte Informationen an Hackett und die 5. Flotte weitergegeben. Truppen der Hanar und Drell. Die Hanar haben ihre Kriegsschiffe in den Kampf gegen die Reaper geschickt, aus Dankbarkeit, weil Commander Shepard ihre Heimatwelt gerettet hat. Die Flotte ist zwar nicht groß, aber die Hanar haben auch ihre besten Drell-Kampfspezialisten zur Verfügung gestellt, die von Kindesbeinen an als Spione, Saboteure und Attentäter ausgebildet wurden. Es ist normalerweise nicht die Art der Hanar, Verbündete in einen offenen Krieg zu schicken, aber in Zeiten der Verzweiflung... Ja, so ist das. Ich lese es deswegen nochmal alles vor, weil es meiner Meinung nach auch die Hintergründe irgendwo ein bisschen stärkt und wir sehen schon die effektive militärische Stärke, die ist natürlich durch diese Bereitschaftswertung von 50% nur bei der Hälfte von der gesamten. Aber wir sehen, es ist eigentlich schon fast voll hier, schon fast die Hälfte voll hier beim Minimum zumindest. Ja, ich habe übrigens auch mal versucht, ein bisschen Multiplayer zu machen. Das ist heutzutage schwierig, weil nicht mehr allzu viele Leute Multiplayer bei Mass Effect 3 spielen wollen einfach. Naja, und dadurch ist es auch schwierig, seine Bereitschaftswertung da zu erhöhen. Ich muss mal schauen, ob ich es vielleicht irgendwann mal schaffe, wenn auch wirklich Leute online sind. Ich weiß es nicht so richtig. So, und dann würde ich sagen, sprechen wir mal mit Victus. Und dann noch mit Garrus und dann werde ich Schluss machen für diese Aufnahme hier. Commander? Sie sagten, eins Ihrer Schiffe wird vermisst? Es ist abgestürzt. Das konnte ich vor dem Kroganer nicht sagen, weil es auf Tuchanka war. Eine Vorhut der Reaper hat sie mittlerweile auf dem Planeten festgenagelt. Was machen Ihre Männer dort? Tut mir leid, aber das ist geheim. Nun, sie müssen unbedingt gerettet werden und ihre Mission erfüllen. Es ist eine Sache des galaktischen Friedens.
Ich tue, was ich kann. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen und Ihr Verständnis. Ein paar Worte mehr wirst du dazu aber wohl noch verlieren müssen, denke ich mal, ne? Gut, das ist alles, wie es vorher war. Turianisches Schiff auf Tuchanka, das ist neu gekommen und nach der Heilung der Genophage. Der Rest war schon vorher da. Ihre auf Tuchanka abgestürzten Männer, wie viele sind das? Ein Zug. Warum war Ihre Mission eine Sache des galaktischen Friedens? Tut mir leid, Commander. Wie gesagt, es ist streng geheim. Na gut. Wenn ich meinen Arsch dafür riskieren soll, will ich antworten. Das kann ich nicht sagen. Bitte verstehen Sie das. Der Commander ist Lieutenant Tarquin Victus. Er ist Ihr Kontakt. Victus. Victus? Mein Sohn. Ich brauchte jemanden, dem ich vertraue. Und ich sag mal so, wir werden schon noch früh genug herausfinden, was das für eine geheime Aufgabe war, denn wir können uns denken, die ist nicht ohne. Die salarianische Dalatras fragt sich, was die Kroganer nach der Heilung tun werden. Wie sehen Sie das? Wenn wir die Reaper nicht aufhalten, spielt das keine Rolle. Aber ich verstehe Ihre Zweifel. Der Mond, auf dem Sie mich gefunden haben? Dort fand unsere letzte Schlacht gegen die Kroganer statt. Sie kannten keine Gnade. Tja, aber er sieht es von der richtigen Perspektive aus. Nicht wie die Dalatras, sondern von der Seite her, wenn man sie nicht mit reinholt in den Kampf als Unterstützung, dann gibt es sowieso keinen Morgen. Wie ist das ausgegangen? Die Kroganer setzten Asteroiden als Waffen gegen unsere Kolonien ein. Wir hatten nur noch ein letztes Mittel. Die Genophage. Ja, die Pläne der Kroganer nach dem Krieg sind wirklich ein Problem. Aber mir ist ein dankbarer Verbündeter lieber als ein nachtragender Feind. Die Kroganer um Hilfe zu bitten, muss schwer für sie sein. Die Fehler der Vergangenheit dürfen uns nicht die Zukunft vernebeln. Unser beider Völker waren einst Feinde. Beim Erstkontaktkrieg. Ich war dabei. Und bin den Geschossen ihrer Navy ausgewichen. Und was ist jetzt? Wir stehen in einem turianisch-menschlichen Schiff und arbeiten zusammen. Guter Mann, du siehst das richtig. Ich muss sagen, ich mag Victus total. Der ist richtig gut drauf. Das ist alles. Natürlich, Commander. So, damit haben wir zumindest schon mal gehört, was hier die Aufgabe ist. Jetzt müssen wir noch mit Rex reden. Was gibt's denn da zu erledigen? Lass für einen Showdown auf zur Cache. Genau wie in alten Zeiten, Shepard. Und ich habe auch wieder Ihren Arsch gerettet. Die Kugeln sind mir nur so um die Ohren geflogen. Dank meiner moralischen Unterstützung haben Sie es überlebt. Na klar. Ja, klar. Sie sagten, einer Ihrer Trupps wird vermisst? Er erkundete das Rachni-Portal. Wegen Gerüchten, dass es dort Ärger gibt. Rachni? Das interessiert Sie, was? Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Einen großen. Die können nicht zurück sein. Ich weiß nur, dass der Kontakt zu den Kundschaftern sofort abbrach. Kompanie Aralak, meine beste Einheit, steht bereit. Sie können sich vor Ort mit ihr treffen. Mal sehen, was ich tun kann. Dann mal los, Shepard. Rachni also. Und wir erinnern uns an den ersten Teil. Wir haben damals die Rachni-Königin ziehen lassen. Könnte die was damit zu tun haben? Oder ist es wieder wie schon, ich glaube, das war noch im ersten Teil gewesen, als wir dann Rachni-Aktivitäten auf anderen Planeten gefunden haben, die aber unabhängig davon waren, sondern mit Forschungen von Exogeni was, glaube ich, zu tun hatten. Kann ja auch sein, dass das hier irgendwie wieder mit reinspielt. Es muss nicht zwangsweise die Königin sein, die wir haben ziehen lassen. Aber wir werden es sehen in der Aufgabe. Und auch dort werden wir auf jemanden treffen, den wir kennen. Aber ich sag nicht wer. Was tun Sie nach der Heilung der Genophage? Wenn die Reaper erledigt sind, werden die meisten Kroganer Rache an Turianern und Salarianern nehmen wollen. Aber das lasse ich nicht zu. Es bringt uns nicht weiter. Diesmal wird alles anders. Viele werden erleichtert sein, das zu hören. Die Geschichte darf sich nicht wiederholen. Sie wissen, dass wir diesmal wahrscheinlich siegen. Aber der Krieg hat uns immer nur Leid gebracht. Der Wiederaufbau muss Vorrang haben. Und du meinst, das raffen deine Leute? Ich hatte nie das Gefühl, dass sie sowas verstehen würden. Wie ist die Lage auf Tuchanka? Ich erhalte immer noch einzelne Berichte über landende Reaper-Truppen. Da brodelt was Großes. Sie werden Tuchanka nicht einnehmen. Schon gar nicht so kurz vor der Heilung der Genophage. Mein Volk hatte schon genug Pech.
Auf Sir Cash konnte die Kroganerin auf sich selbst aufpassen. Unsere Frauen haben schon Kampfgeist. Aber Männer belassen es dabei. Frauen hingegen reden gerne darüber und denken nach. Und reden dann wieder. Frauen haben gute Ideen, Rex. Sie sollten zuhören. Aber warum denn gleich so viele? Also tue ich nur so, als würde ich zuhören. Und Kroganerinnen haben auch Temperament. Tja, so ist das leider. Wunderschön. Wie konnte es Ärger mit den Rachni geben? Sie waren praktisch ausgerottet. Die letzte Königin versprach, für immer zu verschwinden. Ich weiß, ich war dabei. Die Sache gefällt mir nicht. Vielleicht sind's keine Rachni, oder doch? Eine neue Invasion. Wenn die rausgekrochen kommen, kann es richtig übel werden. Wir müssen sie aufhalten. Das wär's erstmal, Rex. Machen wir weiter. Jederzeit. Und Shepard? Mir gefällt, was sie mit der Normandy gemacht haben. Ich hatte es satt, immer im Frachtraum rumzuhängen. Ich habe zwar kein Fenster wie Liara, aber es ist ein Fortschritt. Ich würde gern mit ihnen losziehen, aber die Pflicht ruft. Wenn der Salarianer meine DNA für wichtig hält, was soll ich da sagen? So, mal sehen, was er dir so rausschneidet, wa? Brauchen Sie was, Shepard? Ah, gibt nichts Spannendes mehr, okay. Das wär's erstmal, Rex. Machen wir weiter. Jederzeit. Gut. Okay, damit hätten wir die erste Hauptaufgabe jetzt wieder geklärt. Man sollte meinen, die Salarianer würden eine Basis auf ihrer Heimatwelt besser absichern. Nein, das war schon angemessen. Aber Cerberus hat Reaper-Tech und verglichen damit hätten die Salarianer genauso gut mit Steinen werfen können. Haben die denn Reaper-Tech? Ich bin mir da gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht genau. Commander, wir haben neue Berichte über Cerberus-Aktivitäten auf Tutanka. Ich habe es auf der Galaxiekarte markiert. Und wir bekommen mit, es gibt sehr viel zu tun, auch auf Tutanka. Also wir haben ganz viele Orte, an denen wir was unternehmen müssen. Da müssen wir beim nächsten Mal schauen. Aber erstmal schauen wir in unsere Post rein, was es denn da noch so Schönes gibt. Info für Sie. Hallo Shepard. Ganz schön lange her. Freut mich, dass Sie von der Erde runtergekommen sind und dass Liara bei Ihnen ist. Von Ihrem alten Schiff runterzukommen war das Beste, was wir tun konnten. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mir diese Kabine zum Hals raushing. Genau wie ständig über diese Drohne zu stolpern. Ich weiß nicht mal, wie sie mich in einem so großen Schiff finden konnte, obwohl ich ihr Suchsystem deaktiviert hatte. Ich habe einige interessante Informationen für Sie ausgegraben. Reden Sie mit Glyph, um die Daten zu sortieren. Hoffentlich helfen Sie Ihnen weiter, Shepard. Langsam wird's heftig da draußen. Farron. Stellung halten von Major Kirahi. Commander, es war mir ein Vergnügen, Sie auf Sir Cash wiederzusehen, auch wenn die Umstände alles andere als ideal waren. Anscheinend finden unsere Treffen immer nur bei galaktischen Bedrohungen statt. Auch gut, in diesem Zusammenhang wollte ich noch einmal wiederholen, dass die STG im Bedarfsfall zu Ihrer Verfügung steht, ungeachtet des politischen Klimas. Sie waren für uns da, als wir Sie brauchten, und wir werden das mit Freuden auch für Sie tun. Viel Glück, Major Kirahi, 3. Infiltrationsregiment, Special Task Group. ANN-Alarm, neuer Artikel über Indoktrination. Von Allianz News Netzwerk, Informationspartner. Tessia, die Asari-Wissenschaftlerin Rana Thanoptis ist in Haft gestorben. Oh! Sie hat anscheinend Selbstmord begangen, nachdem sie wegen des Mordes an mehreren Asari-Militärs festgenommen worden war. Na sowas! Rana Thanoptis, die kennen wir. Die Rana Thanoptis war, glaube ich, diejenige, die erst auf Würmeier bei Saren quasi die Sekretärin war und dann im zweiten Teil von Warlord O'Kear dann die Sekretärin war. War das die? Ich glaube, ne? Vor ihrem Tod, so berichteten Ermittler, sprach Thanoptis von Stimmen in ihrem Kopf. Ein klarer Hinweis auf ihre Indoktrination. Die Stimmen prophezeiten den Aufstieg der Asari und sagten Thanoptis, dass jeder, der die Reaper bekämpft, sterben muss. Thanoptis hatte vor mehreren Jahren für den ehemaligen Spectre Saren Artarius, an einem streng geheimen Projekt gearbeitet und wurde dabei wahrscheinlich indoktriniert. Im Austausch für die Unterstützung bei der Erforschung von Reaper-Technologie wurde sie damals von der Asari-Regierung begnadigt. Thanoptis stand unter dem Verdacht, eine selbstgebaute Bombe in einem Forschungszentrum gelegt zu haben, bei deren Detonation 5 Asari-Militärs, die gerade eine Besichtigung durchführten, sowie 4 Zivilisten getötet wurden. Außerdem gab es 12 Verletzte und es entstand erheblicher Schaden an der Anlage. Den Ermittlern zufolge wird es keine Suche nach weiteren Verdächtigen geben.
Huiuiui, ja, wir sehen, es hat Folgen, manchmal auch im Kleinen und nicht immer nur im Positiven, wenn wir irgendwelche Leute verschonen. Treffen auf der Citadel von Miranda Lawson. Commander, ich habe von Ihrem Aufenthalt bei der Allianz gehört. Ich kann mir vorstellen, welchen Unsinn die sich ausgedacht haben, um Sie festzuhalten. Wir sollten reden. Persönlich ist sicherer. Sie finden mich auf der Citadel Bucht D24. Miranda. Das werden wir machen, wenn wir das nächste Mal zur Citadel fahren, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Spectre-Status bestätigt von Ashley Williams. Sie hat sich also entschieden. Commander, Udina hat mir ein Angebot gemacht und ich habe angenommen. Ich bin jetzt ein Spectre. Unglaublich. Aber hat das überhaupt noch eine Bedeutung, jetzt wo alles zusammenbricht? Autorität, Ressourcen, Freiheit, das ganze gruselige Paket, aber ich weiß nicht. Sie wissen jedenfalls, wovon ich rede. Schauen Sie doch mal im Krankenhaus vorbei, wenn Sie können. Man behält mich noch hier, aber ich habe vor, in Kürze abzuhauen. Ashley. Okay, ganz viele neue Nachrichten also. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal... Was war das denn? Beim nächsten Mal werden wir zuerst einen Rundgang übers Schiff machen und mit den ganzen Leuten reden. Und dann, denke ich mir, könnten wir auch erstmal ein paar kleine Nebenmissionen machen, damit es zumindest ein bisschen abnimmt. Also wir haben ja jetzt doch wirklich viel offen. Wir können aber kurz auf die Karte schauen. Da werden die Nebenmissionen jetzt zwar weniger angezeigt, aber die Hauptmissionen sind ja dann doch zu sehen. Da drüben ist das Massenportal, okay? Und dabei sollten wir feststellen, ja, es füllt sich langsam und es wird ja nicht alles so hingeschrieben, wie das hier ist. Okay, jetzt haben wir auch die kroganische DNMZ mit zur Auswahl. Wunderbar. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal einiges zu tun. Das schauen wir uns an. Und wir müssen nicht zwangsweise direkt mit der Hauptaufgabe weitermachen. Wir schauen mal, was wir machen. Also beim nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis bald. Und tschüss.